Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir Sniper Elite V2 mit dem werten Eddie. Bach. Oh Gott, jetzt hat der ist irgendwie ein Problem. Egal. Ja, wir spielen dieses schöne Spiel, wo man einen Sniper spielt, der ein bestimmtes Ziel hat, zu dem ich jetzt gleich nochmal kommen werde. Sonst kann ich eigentlich gerade nichts mehr erwähnen, das alles andere erwähne ich wahrscheinlich dann schon im Spiel. Das Einzige, was ich noch erwähnen könnte, ist, dass wir den ersten Part schon mal aufgenommen haben. Und ja, der ist dann ein bisschen kaputt gegangen. Auf jeden Fall nehmen wir den jetzt nochmal auf und alles nochmal von vorne. Spiel starten. Der Geheimdienst nannte mir mein nächstes Ziel. Dr. Gunther Kreibel, ein Fachmann der Raketenmotoren. Er reiste mit einem gepanzerten Konvoi durch die Stadt. Wir glaubten, dass er Dokumente bei sich trug, die mich zur V2-Produktionsstätte führen würde, wo die anderen drei Wissenschaftler warteten. Ich hatte einen Punkt auf der Strecke gefunden, wo ich eine Falle legen und den Konvoi stoppen konnte. Natürlich wurde das Gebiet verteidigt. Ich hatte nichts anderes erwartet. So, ja, ich muss auch eins dazu sagen. Wir meinten ja, ich glaube im letzten Part oder so, dass sie... Was für den letzten Part? Ja, irgendein Part, dass die Koop-Missionen nicht mit den Missionen im Einzelspieler übereinstimmen. Das stimmt aber nicht so. Also die stimmen schon überein. Ja, also das, was man halt erwähnen könnte jetzt, was ich eigentlich sagen wollte. Und zwar hat man vor dieser Mission noch eine Tutorial-Mission, in der die ganze Vorgeschichte kommt, die eigentlich ziemlich wichtig für das Spiel ist. Die wurde im Koop einfach ausgelassen, deswegen muss ich die jetzt erzählen. Und zwar spielt man diesen einen Sniper da, ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Namen für den gibt, aber wenn ja, weiß ich nicht seinen Namen. Und der ist halt, sag ich mal, beauftragt worden, diese V2-Raketen zu zerstören, beziehungsweise die Produktionsstätten davon. Und V2-Raketen, einmal so Geschichtsunterricht für die, die es nicht wissen. V2 kommt von Vergeltungswaffe 2, also die zweite Vergeltungswaffe. Der Hitler, der liebe Hitler, der hatte 3, glaube ich, davon. Und die zweite war halt eine Rakete, die Langstreckenflüge, sage ich mal, ermöglichte. Sprich, mit der konnte man von Deutschland aus zum Beispiel Großbritannien angreifen. Das war halt damals ziemlich revolutionär und da hatte der Sniper halt was gegen, beziehungsweise seinen Auftraggeber. Und deswegen hat er ihm halt gesagt, dass er die Produktionsstätten, oder eine davon zumindest, zerstören sollte. Und deswegen sucht er erstmal alle Leute, die mit der Produktionsstätte in Verbindung stehen und macht sich dann halt auf den Weg zur Produktionsstätte. Das war soweit alles. Wir starten. So, warte, kill den Mann nicht. Ich möchte erstmal noch was erzählen. Also, wir haben hier diesen Sniper hier, der kann mit C aufstehen, mit C sich hinsetzen und lange C drücken ist für hinlegen. Der hat ein Snipergewehr, ein, sag ich mal, halbautomatisches Gewehr und eine schallgedämpfte Pistole. Außerdem das hat er noch. Das muss nicht immer sein. Also, ich habe mir gerade die Ausrüstung geändert. Achso, ja, auf jeden Fall hat er halt meistens sowas. Zumindest am Anfang. Und ja, hat man halt diese Ausrüstung und außerdem hat man noch, wenn man unten rechts guckt, kann man mit X die Spezialsachen durchswitchen. Da hat man eine Stolpermine, Landmine. Und einen Stein, also jetzt gerade hat man nur das, man kriegt später mehr. Mit dem Stein kann man Leute ablenken, zum Beispiel könnte ich den jetzt ablenken, aber das wäre wahrscheinlich nicht so ganz vorteilhaft. Ja, mach das mal nicht. Ja, und sonst also könnte man, warte, noch eine Sache, man kann halt, wenn man hinter einem Gegner steht und Leertaste drückt, kann man einen lautlosen Kill machen, aber der bringt ziemlich wenig Punkte. Und eins der wichtigsten Sachen hier ist, Punkte zu bekommen. Oder möglichst viele Punkte zu bekommen. So. Ja, guck mal auf mein MG, was ich jetzt hab. Ja, ich kenne das. Ich habe ja das als Zusatz. Ja, genau. Ich muss noch dazu sagen, ich habe die Story schon zweimal durch. Sprich, naja. Das für mich ein bisschen anders. Je weiter man in der Mission kommt, desto mehr Waffen hat man halt auch in der Koop-Mission. Ja. Also, das ist auch beim Singleplayer so. Das merkt man halt, wenn man. Warte, lass mich mal kurz zu Ende erzählen. Wenn man halt im Singleplayer viele Missionen gemacht hat, hat man auch verschiedene Waffen, die man auswählen kann. Und das sind aber nicht so viele. Und sonst hier in dem Haus gibt es einen Goldbarren. Goldbarren sind Easter Eggs, die man finden kann und sammeln kann. Und wir haben halt diese Mission schon mal zusammen gemacht, deswegen haben wir 5 von 10 oder 4 von 10 schon gefunden.
Pöff bei dir, Alter. Hast du das gesehen? Boah, die Schüsse prallen einfach an seinem Helm ab. Wie unrealistisch. Die Leute da hinten juckt es einfach nicht. Ey, das hat sich aber witzig angehört, ey. Bleibst du wieder hier? Ja, ich geh auch noch. Genau, hier, warte. Damit. Wegen. Für die Zuschauer, wieso er eigentlich hier bleiben könnte, sollte, was auch immer. Und zwar gibt's da ein MG, wo gleich ein Typ hinkommt und von diesem Balkon aus kann man den besser treffen, aber naja. So. Ja, das ist im Prinzip klar. Übrigens, den Fallschaden sollte man auch noch erwähnen, der ist hier nämlich richtig behindert. Wenn man einen Meter fällt, ist man halb tot. So, erstmal Gegner markieren. Ist da noch einer? Nein. Siehst du noch welche? Oben war doch ein Sniper, oder? Ja, ich meine schon, aber ich sehe ihn. Der kommt gleich erst, glaube ich. Der kommt zusammen mit dem Typen mit dem MG, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. So. Will ich mal gucken, welcher Typ ist sich mehr. Also. Welcher Typ mehr. Keine Ahnung. Lohnenderes Ziel ist, denke ich mal so. Man kann mit E übrigens diesen Fokus anschalten, womit man halt besser zielen kann. Aber ich habe den jetzt übelst verkackt. Ich glaube der. Warte. Warte, ich markiere den mal. Ich habe nur den hinteren getroffen, obwohl ich. Meinetwegen. Oh, den. Wieso visieren wir eigentlich die gleichen Typen immer an? Wieso liegt der auf dem Boden? Versteckt sich. Alter, ich hab so ein schlechtes Aim. Stirb, Sniper. Nein! Er hat mich einfach genau in dem Moment getroffen, als ich ihn anvisiert habe. Was ist denn das? Mann. Da ist noch unten einer, ne? Der läuft da rum. Ja. Hier. Genau. Oh, ich will den durch. Hier übrigens Augen zu für die kleineren Zuschauer. Ja. Der ging durch die Zähne. Video-Dingens. Wo ist der Typ? Da. Ich beschmeiß ihn gleich mit einem Stein. Das ist witzig, ich weiß. Du kannst sogar einen halbblutigen Stein beschmeißen, er stirbt davon. Ja. Stimmt, ich habe noch nie einen Stein auf einen auf den Kopf eines Typen geworfen. Fällt mir gerade ein. Ich find's voll funny, dass. Also ich habe ja die Colt, glaube ich. Ja, die Colt M1911. Und wenn du mit der Soldaten den Kopf schießt, dann prallt das am Helm ab. Das finde ich voll geil. Flugzeuge. So, jetzt Achtung, da ist ja noch ein Typ. Warte, lass mich mal den in den Helm schießen. Du wirst dann sehen. Nein, hör auf, Alter. Kill den doch. Und lass warte, mit Stein abwerfen. Guck mal. Genau, warte. Warte, eins, zwei, drei. Fail. Du hast keinen Schalldämpfer da drauf, ne? Ne, leider nicht. Ich warte, bleib mal auf der oberen Etage. Fail. Bisschen. So, Moment. Wir haben da einen. Oh, fuck, der sieht uns wieder. Was? Ja. Siehst, seht ihr Zuschauer, ich war fast halb tot. Okay, warte auf andere Spieler, komm mal her. Warte, ich muss erstmal hier. Ich möchte mal was versuchen. Geht das? Stolperminen, Landmine. Ah, wir haben gar keine Granaten. Schade. Ja, haben wir nicht. Übrigens, du könntest im Auswahlmenü könntest du zum Beispiel zwei Stolperminen und nur eine Landmine, null Landmine nehmen. Jetzt habe ich einfach keine Granaten wegen dir. Die Gegner bewegen sich so richtig dumm. Man kann die einfach nicht treffen. Was ist da? Mann, was machen Epileptiker bei der Armee? So.
STL. Ja, das ist schon witzig. Im zweiten Part kamen auch ein paar doofe Stellen dran. Nicht spoilern, nur. Ja, okay, aber das ist ja eher Werbung. So, warte, ich will die zwei wieder mit. Landmine, Stolpermine, Dynamit. Kann man Dynamit schmeißen? Nee, ne? Nee, kannst du legen. Bring die zwei da in dem Raum da mal mit einer Granate um. Ich hab keine Granate. Du hast die Granaten aufgesammelt. Ich hab keine Granaten. Scroll durch. Ja, Stielhandgranate. Sag mir Bescheid, wenn du wirst, dann schieße ich den ab. Okay, ich werfe. Okay. Lol, der redet, während er stirbt. Ja, wer tut das nicht? Ich. So, ich hab meinen Sprengstoff platziert. Lol, wie ist er da hingekommen? Was? Übrigens, ich wusste nicht, ob du das wusstest, aber wenn du mal mit dem Sniper unterwegs bist, dann drück mal SCG links. Also. Ja, ich ziele grundsätzlich nicht beim Laufen mit der Sniper. Das ist schon praktisch, wenn man im Nahkampf ist. Ja, okay, aber die schießt ja nicht schnell. Ich habe eine andere genommen. Diese Mosse da, oder wie die heißt. Warte, nicht killen, nicht killen, ich will ihn gegen Helm schießen. Warte, nein, ich will ihn erstmal mit einem Stein ab. Ach, der. Warte, Stein, was habe ich? Warte, was habe ich noch? Dynamit, Stein, okay. Headshot. 1, 2, 3. Was war das? Hilfe! Du willst noch einen Stein bewerfen. Boah, Alter. Vor allem, man hat Steine, keine Ahnung, unendlich Steine. Ich weiß nicht, da ist einer direkt. Oben ist noch einer, ne? Oh, ich vergesse immer den Sniper da oben auszuschalten. Badum. Nein, hier oben meine ich. Pass auf, hier ist ja einer. Direkt um die Ecke. Oder ist er schon tot? Hä? KP, ich seh dir keinen. Okay. Vielleicht ist er noch höher. Los. Ich guck mal da, ob der ist. Ne, der ist er nicht. Bin erster. Ja. Boah. Ja, wir haben Sprengstoff platziert als Sprengfalle und da kommt unser Konvoi. Aus Erfahrung wissen wir, dass man erst beim zweiten Mal schon unter dem Du bist gerade ein bisschen zu leise. Die Leute das verstehen. So. Da sag's nochmal. Du schießt jetzt gleich den Sprengstoff ab, sobald der zweite Waggon da ist, ne? Also nicht vom Panzer auszählen, sondern vom ersten Waggon, okay? Okay, ja. Mach. Los! Ist okay. Und wieso den zweiten Waggon? Weil im zweiten Waggon der Gegner sitzt und wenn man den nicht sofort im Fahrzeug killt, dann hat man verloren. Dann, ja, dann wird der erstmal weg. Panzer sind die gleichen. Das Spiel ist einfach zu laut, damit man dich verstehen kann. Sorry. Der Panzer kann einfach gar nichts machen. Lol, jetzt kam nicht mal verlangsamte Dings. Es kam keine Slow Motion. Nein. Ja. Mann! Hast du gesehen? Ja, ich hab genau direkt daneben. Direkt danach getroffen. Wo ist denn der letzte? Ach, da. Keine Zeit, Lupo. Wo ist der andere Typ denn? Also noch, da ist noch einer. Ja, Mist. Okay, das war richtig schlecht von mir. Kommt da noch einer von da? KP. Lügt mich auch nicht. Doch, da ist einer. Wo ist der Typ?
Yes. Genau 100 Meter entfernt, Leute. Ich komme mit dem Zielen irgendwie nicht hinterher. Pass auf, da kommen noch mehr Leute. Boah, ich treffe einfach nicht, was ist denn das? Der eine hat genau 3 Schüsse überlegt. Echt? Ja, beim 4. Ich glaube, ich habe ihn auch nochmal getroffen. Ja, so. Was ist denn das? Geht doch. Lol. Mann, ich brauche 3 Schüsse, um so ein scheiß Teil zu treffen, das direkt vor mir ist. Mein Aim ist richtig scheiße mit dieser Maus. Ja. Jetzt schießt es. Auf, genau. Ja, ich habe das auch schon in Minecraft gesagt. Aber ich kann halt mit dieser Maus absolut gar nicht zielen, das ist richtig scheiße. Ja, ich würde mal sagen, ich habe so doppelt so viele Punkte wie du, ne? Ja, wegen dem Sprengstoff. Das hatte ich ja auch beim ersten Versuch. Der Sprengstoff gibt irgendwie 4000 Punkte oder so. Ja, auf jeden Fall, das war's jetzt mit dem ersten Part. Im zweiten, ja, werdet ihr sehen, wo wir dann hinkommen. Und... ja, das war's mit dem Part. Guckt beim Eddie vorbei und ja, ich muss vielleicht noch dazu erwähnen, dass du jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt auch keine Videos online hast. Ja. Weil ich weiß nicht, ob du Videos online hast, wenn dieses Video online kommt. Ja, auf jeden Fall guckt beim Eddie vorbei, wenn sein Kanal schon da ist. Wenn nicht, dann tut es später. Schreibt es euch irgendwo auf. Und ja, dann tschüss. Tschüssi.